Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck. Ecolab, gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, legen wir los mit dem Check, aber erst noch kurz zur Dividendenrendite. Die liegt aktuell bei 0,9%. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Hier haben wir aktuell einen Wert von 35% und das ist sehr gut. Hier gibt es noch viel Spielraum für die Dividende und deshalb einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cash oder Aktie? Hier haben wir aktuell einen Wert von 33% und das ist natürlich auch sehr gut. Und deshalb auch hier einen Punkt. Das dritte Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Auch hier sieht es sehr gut aus, denn die Dividende ist in den letzten 10 Jahren von 64 US-Cent auf 1,85 Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Und deshalb gibt es auch hier einen Punkt. Dann zum vierten Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crash-Phase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende auch angestiegen, und zwar von 48 auf 64 Cent je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch wieder keine Dividendenkürzung und deshalb natürlich auch wieder einen Punkt hier. Dann zum fünften Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also, die Analysten erwarten hier eine Dividendensteigerung, und zwar von 1,85 Dollar auf 1,91 Dollar je Aktie, momentan zumindest. Und aufgrund dieser positiven Aussichten gibt es auch hier einen Punkt. Dann zum sechsten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im aktuellen Jahr? Also dieses Jahr soll der Gewinn je Aktie fallen, und zwar von 4,73 Euro auf 3,83 Euro je Aktie. Ich denke mal, dass das aufgrund der Krise ist. Aber ich denke mal, dass in den nächsten Jahren soll es dann auch wieder bergauf gehen mit dem Gewinn. Aber dieses Jahr soll der Gewinn fallen und deshalb gibt es hier 0 Punkte. So, damit kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt Ecolab bei meinem Dividendencheck 5 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheckampel landet die Aktie damit auf der besten Stufe. Ja, und unterm Strich kann man damit sagen, dass die Dividende von Ecolab doch momentan sehr sicher zu sein scheint. Dann zum Abschluss noch die Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meiner zweiten Videoserie. Hier erreicht Ecolab momentan den 9. Platz, den teilt es sich mit einigen anderen Aktien, die ihr hier seht. Und insgesamt habe ich bei meinem Dividendencheck bis jetzt 67 Aktien analysiert. So, dann noch der Hinweis zum Abschluss, mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.